Willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 20 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Wir spielen heute gegen Schalke im Europa League Finale und dazu gibt es natürlich auch eine Pressekonferenz, die wir jetzt starten werden. Hi guys, thank you for your patience. We'll start taking questions So, now. Boadus war zuletzt gut drauf, wird er heute spielen. Rotation ist natürlich wichtig. Sie müssen im Finale gegen Schalke ran, also gegen einen bärenstarken Gegner. Sie werden sie mit der Müdigkeit umgehen. Meine Jungs haben sich das Spiel hart erkämpft. Wir geben den Titel nicht auf, oft nur ziemlich ebenbürtig. Wir müssen ein gutes Spiel zeigen. Okay, So. go. Gut, gehen wir es an. Gehen wir es an, Leute. Gegen Schalke. Ich würde gerne in den Trikot spielen und Schalke in den Trikot spielen lassen. So. Und dann geiles Tor. So, auf geht's. Mit Spannung warten alle auf diese Partie, auf dieses Aufeinandertreffen zweier Teams, die heute antrumpfen wollen in der UEFA Europa League. So, damit gehen wir rein ins Spiel. Finale, Leute, Finale. So, Zinzerella. Ah, schade. Guter von Todibo. Wieso geht ein Bono nicht? Mann, Mann, Mann. Ey, was ist denn los? Was ist denn bitte mit der Abwehr los? Ja, Saar. Das war Saars Fehler. Schalke führt. Na, große Klasse. Embolo. Oh, er kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Schade. Klasse, wie er das war. Tut sich den Ball. Auf den sollten wir heute ganz besonders achten.
So, Havertz jetzt mal. Findet da aber irgendwie keine Anspielstation. Oh, schwach. Ganz, ganz schwach. Ey. Auch ganz, ganz schwach. Ich wollte eigentlich zu Tonali spielen. Ja, aber Tiedemann sagt nee. Thielemann sagt nö. Ich spiele nicht dahin, wo du ihn willst. Azar macht heute keinen guten Eindruck bis jetzt. Wieder so ein Fehler. Steh doch auf. Danke. Jo. Der Ball geht natürlich auch zu Schalke. Oh Mann, der Ball kommt nicht durch. Ey, meine Spieler bleiben aber auch nicht stehen, gehen überhaupt nicht rauf. So jetzt vielleicht mal ein Bolo. Wohin spielst du denn bitte, Mann? Ey, das gibt es nicht. Alter. Wohin passt der? Oh Gott. Wieso war das jetzt abseits? Mann, 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 ey. Oh, das gibt es nicht. Als wenn dieses Spiel schon wieder gegen uns ist, ey. Jedes Mal derselbe Scheiß. So. Sessignon gefällt mir nicht, deswegen Sancho nach da, Havertz nach da und Amiri wird kommen, ganz klar. Ganz klar wird Amiri jetzt kommen. Der jetzt mal hier endlich den Ball gewinnt, der Sancho mitnimmt, der Embolo mitnimmt. Oh, wieso? Ey, das gibt es nicht. Im Liegen kriegt er den Ball noch. Alter. Das ist nicht mehr normal, ehrlich. Und es läuft keiner in den freien Raum, ne? Keiner. Alter. Ey, das kann nicht angehen. So, wir wechseln jetzt nochmal. Ja, ich würde sagen, es war heute nicht, nicht im Bonustag, kommt Boradus jetzt rein. Oh, was sind das denn für Pässe? Mann! So,
Schon wieder so ein ungenauer Pass. Und es läuft keiner mit. Die trubeln da nur alle mit. Oh, und der Ball kommt wieder nicht durch. Alter. So, wir pressen jetzt mal. Ohne Worte, ehrlich. Und jetzt der Ball raus, der schon dazu sehr unter Druck. Jadon Sancho. Ey, das gibt es nicht. Jedes Mal werden unsere Pässe blockiert. So, wir wechseln. Ich weiß gerade ehrlich nicht, was wir noch machen sollen. So, Foden kommt für Tonali. Ich gehe jetzt vor der Offensive, es reicht. So. Wieder so ein ungenauer Pass. Oh. Mann. Havertz. Ey, was sind das denn? Abseits. Ey, das gibt es nicht. Ist das schon Ergebnissicherung? Es wird jetzt eine Ausreise geben. So, Foden. Jedes Mal kommt da noch ein Bein dazwischen. Ey, das ist... Jawohl. Jawohl, Amiri macht's. Also Leute, ich dachte echt schon, ich werde verrückt. Jedes Mal kam da noch irgendwas dazwischen. Alter Schwede. Verdient, auf jeden Fall. So, wollen wir jetzt mehr? Ah... Allein von Schalke kam zweite Hälfte gar nichts mehr. Gar nichts, nicht ein Torschuss. So, aber ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock auf Verlängerung. Ja, gibt aber. So, wir wechseln jetzt nochmal. Wir werden jetzt noch offensiver. Ich nehme Thielemans raus. Und Barco wird kommen. Und wir machen das so. Ne, warte mal. Sancho müsste raus. Aber egal. Verlängerung, Freunde. Ach ja. So, das müsste das... Das ist es. 2-1. Verlängerung. Sehr schön. Mortus macht es.
Aber gut von Foden. Ich glaube, Foden hat gepresst und hat somit die ganze Abwehr aufgehebelt. Und wir führen. Aber bitte nicht wieder gleich die Führung hergeben. Danke. Oh, Vorsicht, rauf, 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 rauf. Aber der geht daneben. Ey, was soll das? Sancho geht den Weg nicht. Er stand da einfach rum. Wenigstens hat er sich jetzt den Ball hier geholt. Havertz! Oh, Alter. Nochmal eine gute Chance für uns. Halbzeit ist zu Ende. So. Ah, guter Pass. Ah, schade. So, vielleicht jetzt mal nicht sofort nach vorne, sondern mal im Ballbesitz bleiben. Ich glaube, das wäre sehr sinnvoll. Aber dann auch nicht den Ball so schnell verlieren. So, Boadus. Keiner ist mit vorne. Barco. Und das ist die Entscheidung. Boadus macht's und überragende Vorbereitung von Barco. Überragend, Leute. Guckt euch das nochmal bitte an. Zack, zack, Brust angenommen und Boadus macht den Deckel drauf. Und das war's, ja. Ich denke auch. Wir sind Europa League-Sieger und damit auch in der Champions League für die nächste Saison. Sehr schön, Freunde. Und natürlich gucken wir das Gefeier noch mit.
Und da ist das Ding. Da ist das Ding. Ja, aufstehen jetzt. Es geht zum Zielfoto. Das, liebe Freunde, ist die So. Eine Trophäe erhalten. Legenden. Muss ich mir nachher mal angucken, was das ist. So, 3-1 in der Verlängerung, aber das darf man nicht unterschweigen. Wir haben auch, glaube ich, erst in der 83. Minute durch Amiri das 1-1 gemacht. So. Mannschaftskader, jo. Dann werden wir jetzt einmal Jungspieler weg. Preisgeld 8500 gibt das. So, dann beenden wir jetzt mal die Saison zusammen. So, erstmal werden wir hier noch ein bisschen trainieren. So, ich würde das, glaube ich, so machen, dass wir jetzt noch eine Saison spielen. Wenn ihr darauf den Bock habt, das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Oder ich soll eine neue Saison starten. Wenn ja, könnt ihr auch mal sagen, mit welcher Mannschaft. Und dann werden wir in der nächsten Saison den Fokus... Das ist mir egal, wenn sie den Vertrag auflösen, das macht man nix. Den Fokus auf die Meisterschaft legen. Wie gesagt, ich bin FIFA 20 nicht einmal Meister geworden. Und das nervt mich innerlich ein bisschen. Deswegen, Fokus auf die Meisterschaft. Dann den zweiten Fokus auf den DFB-Pokal. Und der... nicht so bedeutende Fokus, würde ich sagen, ist die Champions League. Denn die Champions League haben wir, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal gewonnen. Auch mit dem VfL Wolfsburg jetzt in dieser Karriere. Deswegen. Für mich ist die Champions League nicht so wichtig. So, was haben wir denn hier? So, bitte alle ablehnen. Die haben ja alle... Aber den könnten wir. Und auch ablehnen. Noch ein Scouting 93, ja, ablehnen. So, dann trainieren wir jetzt noch mal. Ja, da geht es gut noch nach oben, vor allem bei Torres steigert sich auf einen. Sind alle schon bei 70? Okay, nur 2 von 3. Dann haben wir da noch ein paar Nachrichten. So. Europameisterschaft. Mit der Türkei. Beziehungsweise gegen die Türkei. Und das gewinnen wir souverän mit 5:0. So. Das symbolisieren wir natürlich auch wieder. Gegen Irland. Ich denke, das müssten wir auch so 4-0 gewinnen. Ja, 3-1 ist aber auch okay. Ui, da geht es.
aber viele Nachrichten gewesen. So, dann beenden wir jetzt die Saison. Wir trainieren noch einmal und Gash hat noch einen erhöht auf 71. Sehr schön. Gut, weiter. So, Rückkehr ausgeliehener Spieler. Almada ist wieder da. Paul Hübner. De La Viga ist auch wieder da. Fabio Silva von Frankfurt. Aguim ist auch wieder da. Kareshma in der Abwehr. Joe Cancelo. Ach, das ist alles international. Gut, beenden wir die Saison. Was sagen die Verantwortlichen? Sehr geehrter Herr Schweig. Der VfB Wolfsburg stand hat diese Saison in einer Bewertung die Vereinsleistung vor, auch wenn sie nicht alle Ziele erreichen konnten. Gut, wir sind also weiter beim VfB Wolfsburg tätig. Damit sehen wir uns in der nächsten Saison. Fokus liegt wie gesagt auf der Meisterschaft. Lasst gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.